Solle und damit herzlich willkommen hier wieder bei Crisis bei Crisis 1, Mensch, ich habe jetzt schon auf E gedrückt, weil ich den Tarnmodus in Crisis 3 ja damit einstelle. Sottele, womit konfiguriere ich nochmal? Ja, ich bin raus aus der Steuerung. Da vorne erwartet uns, glaube ich, irgendein Kamerade. Boah, in welche Richtung müssen wir nochmal? Oder? Ja, natürlich, wir müssen in irgendeine Richtung. Ich stell das mal ab. Maximale Panzerung. Oder wir müssen doch noch in irgendeine Richtung. Irgendwo erwartete uns ein Kamerade. Hier auf jeden Fall nicht. Oder erwartet er uns überhaupt noch? Bin ich persönlich echt extremst überfragt jetzt. Boah, ich habe das Spiel schon durchgespielt, privat übrigens. Jetzt gar nicht vor solch langer Zeit. Aber es ist schon etwas länger her, natürlich. Kann einiges in Vergessenheit geraten sein. Uiuiui. Muss ziemlich aufpassen hier. Wie man sieht. Ah ja, nee. Ich muss gar nicht dem Typen wieder begegnen. General Kyong, das ist verrückt. Die Struktur ist viel zu instabil. Der ganze Berg könnte einstürzen. Ich werde keine Zeit mehr haben. Tarnfeld aktiviert. Die Sprengladungen sind platziert. Alles ist vorbereitet. Das können wir nicht machen. Die seismische Aktivität, die Energieentladung. Energie kritisch. Alles geht von dieser Struktur aus. Maximale Panzerung. Sie haben meinen Vater gehört. Er wollte uns warnen. Aha, eine Flare. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Sind die Sprengsätze bereit? Propeller zum Bivalio. Zünder aktiviert. Detonator zum Bivalio. Alpha Team, bereithalten. Tarnfeld aktiviert. Was soll das? Warten Sie, ich glaube, ich habe es. Es wurde auch Zeit. Im Inneren der Struktur gibt es merkwürdige elektrische Aktivitäten. Energieschwankungen. Irgendwas geht da drin vor sich. Okay, dafür sind wir anderen Kameraden begegnet. Na toll. Bevor der Kontakt abgerissen ist, haben wir ein Signal von der Ausgrabungsstätte abgefangen. Das spielt jetzt keine Rolle. General, irgendetwas sendet Signale in diese Struktur. Wir müssen herausfinden, was das... Schluss jetzt! Sie sind also der Killer, der meine Männer getötet hat. Schön, Sie zu sehen. Na los, hoch mit ihm! Sparen Sie Ihre Energie. Ihr Nanosuit wurde deaktiviert. Ihre Mission ist vorbei. General, die elektromagnetische Aktivität im Inneren des Tempels wird stärker. Spielen Sie mir nichts vor, Doktor. Wir wissen beide, dass die Struktur mehr ist als ein Tempel. Würde sich die CIA für einen Tempel interessieren? Würde sich das amerikanische Militär für einen Tempel interessieren? Würde er sich für einen Tempel interessieren? Ja, warum nicht? Wir haben hier vielleicht die größte Energiequelle entdeckt, die die Welt je gesehen hat. Die Möglichkeiten sind endlos. Und Ihre Regierung will genauso verzweifelt in dieses Ding wie wir. Aber das werde ich nicht zulassen. Verdammt, wir verlieren Energie! Spannung stabilisieren! Es wird Zeit. Bitte. Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Wir machen wie geplant weiter. Sie hat recht. Sie müssen aufhören. Sie werden uns alle umbringen. Was haben Sie getan? Ruhe! Okay. Alpha Team, bereit machen! Gleich werden Sie Zeugen einer Verschiebung der Nächte. Los, sprengen! Sprengsätze zünden! Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Maximale Stärke. Boah. Maximale Panzerung.
Ah, hier was mit F. Boah, das ist so. Das ist echt so krass. Von Spiel zu Spiel ist es ja jedes Mal anders. Bah. Das ist echt so hässlich. Aber ich muss mir mehr Waffen besorgen gegen den Typen. Wir fahren irgendwo noch ein paar andere Waffen rum übrigens. Das ist ganz kleine Info. Ja, zum Beispiel hier. Ja, wo der ist. Hehehe, geil. Präzisionsgewehr, Soprezi. Versteck mich mal. Geh hier drunter. Ha. Hier bin ich doch. Den aber solche Mengen an irgendwas nicht umhauen. Ist schon echt krass. Hab ich ihn jetzt umgehauen? Ah, eliminieren Sie General Kyong erfüllt. Ja, mit dem Prezi ging es echt schneller als letztes Mal mit Shotguns und so, bla. Prezi brauche ich jetzt nicht unbedingt. Erstmal greife ich kurz die Pistole ab. Muni, Pistole. Jetzt habe ich ja Kimbo-Pistole. Ja, 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 warte. Ich hab schon nichts ab einstürzen. Ja, 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 ja. Komm, ich lass nicht so lange auf mich warten. Ah, hier ist noch eine. Ach, MP ist voll. Nö. Oh, das wäre jetzt so schön. Nee, aber Minigun brauche ich hier nicht. Das ist wahrscheinlich echt eine der letzten Sachen, die ich hier oben brauchen könnte. Und vor allem, ich weiß ja, wie es weitergeht. Und ich habe nie bereut, die Schrot dabei zu haben. Hey, komm, beruhig dich. FI. Schrotmuni, Schrot. Schrot, Schrot ist voll. Wohin denn? Ach, dahin. Nee. Ah. Okay, hier oben gibt's nichts mehr. Sottle. Schnell! Kommen Sie! Ich kenne einen Ausgang! Konfigurieren, Laservisier. Gleich stürzt hier alles ein! Miss Rosenthal, wir müssen hier raus! Ich glaube, es gibt einen Weg nach oben. Kommen Sie! Wer sind Sie? EOS Special Forces! Mein Vater! Er war in der Ausgrabungsstätte. Er hat es nicht geschafft. Tut mir leid. Das hatte ich befürchtet. So, hier brauche ich keinen Aufsatz. Läuft so immer noch am besten. Mit der Schrot. Zumindest in Cry 3. In Crysis 3. Scharfschützenvisier wieder, ist ja cool. Aber ich wollte eigentlich gar kein Visier. Laser und normales. Wir können nicht weiter runter, Norman. Die Höhle stürzt ein. Kommen Sie bis an die Kante. Sie werden springen müssen. Springen Sie, Lady. Ich fange Sie auf. Okay. Festhalten. Ja, oh Mann. Na toll. Wir haben sein Signal. Nomad, finden Sie einen anderen Ausgang. Dann sammeln wir Sie ein. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Kein Problem.
soll jetzt... Geht's jetzt nicht mal runter oder so? Danke! Na toll! Core. Ja, wir haben jetzt Awakening erfüllt. Jetzt kommt Core. Und was mir eingefallen ist, ich habe die Brandmuni gar nicht benutzt bei der EFY-71. FY-71 oder wie auch immer die heißt. Es besteht noch Hoffnung, dass die da ist, die Brandmuni, aber ich glaube nicht, dass die da ist. Sollte die eigentlich auch da sein? Sonst wurde ja eigentlich alles abgenommen, ne? Wir haben nicht mal Laservisier für die Pistol. Also, tja. Werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr brauchen. Für die FY-71, die bringt uns, glaube ich, in der nächsten Mission nichts. Zumindest so viel, wie ich gespielt habe, hatte ich die nie mehr in der Hand. Ja. Schade ist, Raketenwerfer weg, Sprengladung weg. Wären cool gewesen, aber naja. Naturgesetze. So, die Frage ist, ob das wirklich noch ganz so natürlich ist, aber... Bin auch hier. Der Eingang zur Höhle ist eingestürzt, aber ich empfange immer noch Ihre Anzugdaten und Ihr Videosignal. Fehlen Sie noch einen anderen Ausgang? Negativ, Vulture. Nur einen Eingang. Bleiben Sie, wo Sie sind. Das mal ganz kurz prüfen. Leute, die Sie da rausholen. Das könnte Stunden dauern. Ich versuche, mich durch die Höhle durchzuschlagen. Wie Sie meinen, Nomad. Weil wenn ich Sie wäre, würde ich möglichst viel Munition mitnehmen. Wir haben keine Ahnung, was Sie da drin erwartet. Ja, die hier hat eine schöne Munition, schönen Abschuss, irgendwas, alles mögliche. Richtig geil wäre, wenn ich natürlich das Scharfschützengewehr bekommen könnte. Das ist natürlich ziemlich krass stark. Aber... Danke, nein, danke. Schön viel Kraft das auch immer hat. Maximale Stärke. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Heil, ich brauche maximale Stärke. Maximale Stärke. Und T. Das ist, Dings da. Maximale Panzerung. Hören Sie mich! Vulture, die Verbindung reißt ab. Hören Sie mich! Over! Vulture, hören Sie mich! Ich versuche, mein Videosignal zu verstärken. Ich hoffe, ihr Jungs empfangt es. Boah, die ich Grafik. Ich beschreibe jetzt, was ich sehe. Ich bin in einem Tunnel, einer Höhle. Sieht aus wie kristalliner Fels, aber strukturierter. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist dunkel. Kalt. Unglaublich kalt. Die Mauern sind unnatürlich, genau wie die äußere Hölle. Sieht fast organisch aus. Ich hoffe, dass ihr Jungs das seht. So, die Grafik war natürlich auf 1024 zu 700 irgendwas nicht ganz so geil. Das war auch klar. Scheiße, dass das Ding das Prophet erwischt hat. Okay, das Ding, das Prophet erwischt hat. Prophet ist ja verschwunden. Genauso wie die anderen. Und irgendwas vernichtet. Mitgenommen. Was? Die Schwerkraft ist weg. Ich versuche mich mit den Füßen zu stabilisieren, aber das kann ein Weilchen dauern. Wow. Und lol, die Schwerkraft ist weg. Unglaublich. Wow, abgerissene Kabel. Okay. Sieht so aus, als ob ich da weiterkommen würde. Ich kenne natürlich die ganzen Gänge hier nicht mehr ganz auswendig. Schrot war auf jeden Fall... Verdammt, was zum Teufel war das? Saumäßig. Nützlich. Ob ich hier durch sollte, ja. Kann man auch mal probieren. Da ist jetzt ein Scheiß rumgeirre.
Es ist, als würde mich irgendeine Strömung zurücktreiben. Ich muss gegen den Strom ankämpfen. Nimm mal nur Pisteln in die Hände. Ja, war mit scheiß Grafik natürlich einiges komplexer hier durchzukommen. Ja, ein bisschen schneller schwimmen. Weil ja irgendwann mal durchkommen hier. Durch das Game. Ich bin hier nicht allein. Ja, hat man das auch behauptet? So allein bist Nomad. Ja. Ich muss mal schauen, wo ich weiterkomme. Es sieht so aus, als ob ich wieder da bin, wo ich schon mal war. Nee, hier lang garantiert nicht. Hier lang. Was hat mich getroffen? Okay. Lol, nee, hier ist Strömung. Und die vereist auch ziemlich. Und oh, 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 oh. Verdammt, die Strömung wird stärker. Sie muss von dieser Maschine erzeugt werden. Mal sehen, ob ich den Strom abschalten kann. Scheint zu funktionieren. Okay. Das ist ja mal eine freudige Nachricht, das funktioniert. So, ich nehme mal die MP. P. Komm ich hier rein oder kommt irgendwas auf mich raus? Ist jetzt schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist das Licht jetzt weg. Okay, wird auch immer passiert. Lol. Okay, jetzt bin ich hier raus und da war irgendein Viech, das mich angegriffen hat. Okay, jetzt krabbel ich glaube besser nicht mehr an. Okay, wo bin ich jetzt? Scheiße, sind die schnell! Was es auch war, jetzt ist es tot. Sehr gut. Maximale Stärke. Also ich wechsle nochmal auf die Schrot. Ein Schüsschen und weg ist ja das Teil. Das ist das Geniale an der Schrotflinte in dem Spiel. Spätestens wenn man hier bei den komischen Dinger, ich bezeichne mal als Aliens, ja, als unnatürliche Lebensform, naja, besser gesagt, es sind Seth. Nur nicht ganz in der Form, in der man sie zumindest von Crysis 3 kennt. Crysis 2 kenne ich überhaupt nicht. Persönlich. Darum kann ich da nichts zu sagen. Jetzt deine große Kammer. Was ist das für ein